Erhöhtes Verkehrsaufkommen und stetig steigende Anforderungen an Fahrer und Fahrzeug machen Assistenzsysteme sinnvoller denn je. Eine nutzfahrzeugspezifische Neuentwicklung in dieser Richtung ist WABCO ACC, ein Tempomat, der gleichzeitig den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug regelt. Die Wirkung von WABCO ACC macht sich für Fahrer und Spediteur vor allem in gesteigertem Komfort und Sicherheitsempfinden bemerkbar. Das automatische Abstandhalten zum Vordermann entlastet den Fahrzeugführer und reduziert dadurch Stress und Ermüdungserscheinungen. Aber schauen wir nun, wie WABCO ACC in der Praxis funktioniert. Hat man freie Fahrt, so stellt WABCO ACC wie ein herkömmlicher Tempomat automatisch die konstante Wunschgeschwindigkeit ein. Eine wichtige Funktion ist die automatische Fahrspurerkennung. Mit seinem dreistrahligen Radarsensor erfasst WABCO ACC nicht nur den Bereich vor dem eigenen Fahrzeug, sondern auch einen Teil der Nachbarspuren. Mithilfe des integrierten Drehratensensors erkennt WABCO ACC den aktuellen Kurvenverlauf und kann so Fahrzeuge in der eigenen Fahrspur von denen in anderen Spuren unterscheiden. Die berechnete Fahrspur, in der das ACC-Fahrzeug einem anderen folgen würde, ist durch den leuchtend grünen Bereich des Radarstrahls dargestellt. Ist ein in der eigenen Spur vorausfahrendes Fahrzeug langsamer als die eingestellte Wunschgeschwindigkeit, passt WABCO ACC die Geschwindigkeit an, um in sicherem Abstand zu folgen. WABCO ACC kommuniziert über den CAN-Bus mit den anderen Fahrzeugregelsystemen. Zur Anpassung der Geschwindigkeit wird das Motormoment moduliert, der Retarder aktiviert und die Betriebsbremse über das WABCO EBS angesteuert. Wenn das vorausfahrende Fahrzeug stark bremst, oder ein langsameres in die eigene Spur wechselt, warnt WABCO ACC den Fahrer durch ein akustisches oder optisches Signal, leitet automatisch eine Bremsung mit begrenzter Verzögerung ein und fordert den Fahrer auf, aktiv mitzubremsen. Da das System in kritischen Situationen häufig schneller als der Fahrer reagiert, kann dadurch der Anhalteweg verkürzt werden. Die Anhängerzentralelektronik TCE arbeitet im Verbund mit dem Trailer EBS, dem bekannten elektronischen Anhängerbremssystem von WABCO. TCE übermittelt den Bremswunsch des Fahrers an das Trailer EBS. EBS überwacht kontinuierlich die Raddrehzahlen und den Beladungszustand und bremst entsprechend des Fahrerwunsches feindosiert ein. Die bekannten Funktionen von ECAS, dem elektronischen Luftfedersystem von WABCO, sind in vollem Umfang in der Anhängerzentralelektronik TCE integriert. Einige Funktionen von ECAS sind die Niveauregulierung während der Fahrt und dem Stand, zum Beispiel an der Laderampe, oder die Liftachssteuerung. An der Laderampe kann der Fahrzeugaufbau mittels einer Bedienbox oder Bedieneinheit an die Höhe der Rampe angepasst werden. Während des B- oder Entladens wird das eingestellte Laderampenniveau mittels Wegsensor überwacht. Bei Niveauveränderungen werden entsprechende Ventile angesteuert, um das eingestellte Niveau zu halten. Gleichzeitig überwacht ein Drucksensor permanent die durch den B- und Entladevorgang veränderten Druckwerte in den Tragbälgen. Wird ein voreingestellter Druckwert überschritten, wird die Liftachse automatisch gesenkt bzw. bei Unterschreiten angehoben. Damit werden Fahrwerk und Reifen des Anhängefahrzeuges zuverlässig geschützt. Die Nutzung einer ebenso fahrwerkschonenden und EU-konformen Anfahrhilfe ist mittels TCE selbstverständlich. Beim Verlassen der Rampe wird der Fahrzeugaufbau vollautomatisch in das Fahrniveau ausgeregelt. Die Regelfilosophie der TCE senkt die Kraftstoffkosten während der Fahrt und reduziert damit den Verschleiß am Kompressor. Die Anhängerzentralelektronik TCE sammelt und verarbeitet die verschiedensten Daten aus dem Anhängefahrzeug. Diese stellt das TCE-System durch eine CAN-Schnittstelle zur Verfügung. Die Daten können mit Hilfe einer externen Elektronik drahtlos übertragen und von unabhängigen Telematikanbietern ausgewertet werden. Die Anhängerzentralelektronik TCE kann die komplette Anhängerbeleuchtungssteuerung übernehmen. Dadurch ist es möglich, dass Lampenausfälle in einem intelligenten Anzeigeinstrument im Motorwagen angezeigt werden können, so wie es im PKW schon lange üblich ist. Der Fahrer muss nun nicht mehr bei Fahrantritt aufwendig die Beleuchtung des Anhängefahrzeugs überprüfen. Reifendrucküberwachungssystem IVTM messen Radmodule permanent die Reifendrücke und senden sie per Funk an die Elektronik.
Die IVTM-Elektronik ist mit der TCE verbunden, die die Reifendruckwerte via CAN-Datenbus an den Motorwagen weiterleitet. Bei signifikanten Abweichungen von den Solldrücken wird der Fahrer automatisch über ein Anzeigeinstrument informiert. Außerdem können die aktuellen Reifendrücke der einzelnen Räder per Knopfdruck angezeigt werden. Mit der Anhängerzentralelektronik TCE von WABCO wird das Anfahren von Laderampen erheblich erleichtert. Mit Einlegen des Rückwärtsgangs wird die Rampenanfahrhilfe aktiviert. Dies wird über das Blinken der Spurhalteleuchten angezeigt. Die Blinkfrequenz erhöht sich, umso näher sich das Fahrzeug an die Laderampe bewegt. Bei einer voreingestellten Entfernung wird das Anhängefahrzeug über das WABCO Trailer EBS eingebremst. Dies wird dem Fahrer über das permanente Einschalten der Spurhalteleuchten signalisiert. Anschließend kann das Fahrzeug im Bedarfsfall direkt an die Rampe gefahren werden. Das elektronische Luftfedermodul ELM ersetzt das konventionelle Luftfederventil und das Drehschieberventil. ELM arbeitet im Verbund mit EBS oder wie hier dargestellt mit ABS. Ein wesentlicher Vorteil von ELM ist die Nachregelung des eingestellten Niveaus während des Ladevorganges. Niveauänderungen werden erkannt und automatisch nachgeregelt. Die großen Luftquerschnitte ermöglichen ein schnelles Heben und Senken. Die Bedieneinheit bzw. Bedienbox ermöglicht eine einfache Handhabung. Ein weiterer Vorteil von ELM ist das automatische Ausregeln des Fahrniveaus nach Fahrantritt. Elektronische Luftfedermodul ELM ersetzt das konventionelle Luftfederventil und das Drehschieberventil. Es bietet mehr als nur die automatische Nachregelung während des Ladevorganges. Bei Fahrt wird automatisch das Fahrniveau ausgeregelt. Die Regelverzögerung während der Fahrt führt zu stabilerem Fahrverhalten, da Achslastverlagerungen beim Anfahren und Bremsen nicht sofort zum Nachregeln führen. Dadurch ergibt sich ein geringerer Luftverbrauch, der wiederum die Kraftstoffkosten senkt. ECAS ist das bekannte elektronisch geregelte Luftfederungssystem von WABCO. Während der Fahrt hält ECAS das Fahrzeugniveau konstant. Zum Absatteln wird mit dieser ECAS-Bedieneinheit ein höheres Niveau angefordert. Per Datenverbindung wird dieser Wunsch an die Elektronik weitergeleitet. Diese prüft, ob eine Niveauänderung zulässig ist, was zum Beispiel nur im Stillstand bzw. unterhalb einer eingestellten Geschwindigkeitsgrenze erlaubt ist. Magnetventile werden aktiviert, wodurch die Luftfederbälge der mit der Bedieneinheit vorgewählten Achsen belüftet werden, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Sattelstützen können jetzt ausgeklappt werden. Wieder mit Hilfe der Bedieneinheit werden nun die Bälge so lange entlüftet, bis die Sattelkupplung entlastet ist und das Fahrzeug unter dem Auflieger herausfahren kann. Aufgrund der großen Nennweiten der Magnetventile ist das Absatteln sehr schnell möglich. Das Fahrzeug steht mit aktivierter ECAS-Anlage an der Rampe. Beim Beladen wird die Luft in den Luftfederbälgen komprimiert, wodurch das Fahrzeug an Höhe verliert. Der verringerte Abstand zwischen Chassis und Achse wird von den Wegsensoren aufgenommen und an die ECAS-Elektronik weitergegeben. Abhängig von der eingestellten Verzögerungszeit im Stillstand werden von der Elektronik Magnetventile aktiviert und Verbindungen vom Vorratsluftbehälter zu den Bälgen hergestellt. Das Fahrzeug wird so weit angehoben, bis die vor dem Beladen vorhandene Höhe, das heißt das gespeicherte Sollniveau, wieder erreicht ist. Aufgrund der großen Nennweiten der Magnetventile ist dies sehr schnell möglich. Für die ECAS-Niveauregelung sind Wegsensoren erforderlich, die die Abstände zwischen Fahrzeugchassis und Achsen messen.
Werden optional auch noch die Balkdrücke mittels Drucksensoren gemessen, kann die ECAS-Elektronik aus diesen Werten den Beladungszustand des Fahrzeugs errechnen. Diese Daten werden an das Anzeigeinstrument übermittelt, wo wahlweise die jeweilige Achslast oder das Gesamtgewicht angezeigt werden kann. Während der Fahrt verändert sich durch Bodenunebenheiten oder dynamische Achslastverlagerungen, wie zum Beispiel beim Bremsen oder Beschleunigen, dauernd der Abstand zwischen Achsen und Fahrzeugchassis. Bei konventionellen Luftfederventilen führt dies durch ständiges Be- und Entlüften zu einem stetigen Luftverbrauch. Die ECAS-Elektronik registriert diese Bewegungen mit Hilfe der Wegsensoren natürlich auch. Regelungen werden jedoch nicht durchgeführt, da sich das Fahrniveau über die Zeit nicht verändert. Es wird keine Luft verbraucht und damit Kraftstoff eingespart. ECAS ist das bekannte elektronisch geregelte Luftfederungssystem von WABCO. Während der Fahrt verändert sich durch Bodenunebenheiten oder dynamische Achslastverlagerungen, wie zum Beispiel beim Bremsen oder Beschleunigen, dauernd der Abstand zwischen Achsen und Fahrzeugchassis. Bei konventionellen Luftfederventilen führt dies durch ständiges Be- und Entlüften zu einem stetigen Luftverbrauch. Die ECAS-Elektronik registriert diese Bewegungen mit Hilfe der Wegsensoren natürlich auch. Regelungen werden jedoch nicht durchgeführt, da sich das Fahrniveau über die Zeit nicht verändert. Es wird keine Luft verbraucht und damit Kraftstoff eingespart. In diesem Beispiel wurde an der vorderen Achse des Motorwagens ein Membranzylinder verbaut. Die zugehörige hintere Achse wird mit einem Tri-Stop-Zylinder gebremst, der drei Funktionen beinhaltet: Betriebsbremse, Feststellbremse und Notbremsfunktion. Die vordere Achse des Sattelaufliegers ist mit einem Membranzylinder versehen, während die zweite und dritte Achse jeweils mit einem vergleichsweise kostengünstigen Doppelmembranzylinder versehen ist. Druckluft ist ein wichtiges Medium in modernen Nutzfahrzeugen. Sie findet Verwendung in Bremsanlage, Luftfederung, Türsystemen, Getriebeschaltung etc. Die benötigte Druckluft wird in einem Kompressor erzeugt. In der Regel liegt der so entstehende Systemdruck bei 8 bar, in Europa bei bis zu ca. 12,5 bar, ist jedoch abhängig von der Auslegung der Anlage durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Der Hubkolbenkompressor wird in der Regel permanent vom Motor angetrieben. Hierbei wird er durch die verschiedenen Kreisläufe des Motors mit Öl und Kühlflüssigkeit versorgt. Der Kompressor erhält die zu verdichtende Luft aus dem Luftfiltersystem des Motors. Diese wird während der Lastlaufphase komprimiert und in die Druckleitung gefördert. In der Druckleitung kühlt sich die durch die Verdichtung erwärmte Luft ab. Dabei nimmt die Luftfeuchtigkeit zu. Anschließend gelangt sie in die APU, in die Air Processing Unit. Bei der APU handelt es sich um eine Kombination aus einem Lufttrockner und einem Mehrkreisschutzventil. Das bedeutet, dass hier der Kompressor geregelt und die vom Kompressor erzeugte Druckluft getrocknet, gesäubert und auf die verschiedenen Kreise verteilt wird. In den Kreisen befinden sich Verbraucher und gegebenenfalls Speicherbehälter. Darüber hinaus sichert die APU die mit Druckluft zu versorgenden Kreise ab. Sollte in einem Kreis ein Druckverlust auftreten und der Druck in diesem Kreis unter einen bestimmten Wert sinken, wird dieser Kreis von der APU geschlossen, während die anderen Kreise weiter mit Druckluft versorgt werden. Hier ist nur ein solcher Kreis symbolisch dargestellt. Die Luftbehälter in Nutzfahrzeugen dienen zur Speicherung der vom Kompressor erzeugten und durch die APU gereinigten und abgesicherten Druckluft. So kann zum Beispiel die Bremsanlage für einen begrenzten Zeitraum betrieben werden, ohne dass der Kompressor arbeitet. Sobald der Druck innerhalb des Luftbehälters den geforderten Systemdruck erreicht, schaltet die APU den Kompressor von der Lastlaufphase in die Leerlaufphase.
Darüber hinaus gibt sie ein pneumatisches Signal über die Steuerleitung an den Kompressor. Dadurch wird die PR-Regelung, die Power Reduction-Regelung, aktiviert. Der Kompressor fördert nun gegen einen reduzierten Widerstand und die Leistungsaufnahme sinkt erheblich. Sobald der geforderte Systemdruck unterschritten wird, schaltet die APU den Kompressor wieder in den Lastlauf. ECAS ist das bekannte elektronisch geregelte Luftfederungssystem von WABCO. Das Fahrzeug steht mit aktivierter ECAS-Anlage an der Rampe. Beim Beladen wird die Luft in den Luftfederbälgen komprimiert, wodurch das Fahrzeug an Höhe verliert. Der verringerte Abstand zwischen Chassis und Achse wird von den Wegsensoren aufgenommen und an die ECAS-Elektronik weitergegeben. Abhängig von der eingestellten Verzögerungszeit im Stillstand werden von der Elektronik Magnetventile aktiviert und Verbindungen vom Vorratsluftbehälter zu den Bälgen hergestellt. Das Fahrzeug wird so weit angehoben, bis die vor dem Beladen vorhandene Höhe, das heißt das gespeicherte Sollniveau, wieder erreicht ist. Aufgrund der großen Nennweiten der Magnetventile ist dies sehr schnell möglich. Zunehmend werden in modernen Nutzfahrzeugen Bordcomputer zur Realisierung komplexer Funktionsanforderungen und Verbindungen der verschiedenen CAN-Busse eingesetzt. Eine Lösung dieser Aufgabe ist der von WABCO entwickelte zentrale Bordrechner CVC. Er verbindet Triebstrangkomponenten und Instrumentierung. Außerdem steuert, überwacht und sensiert er Komponenten, die nicht im Triebstrang vorhanden sind. Schalterstellungen und Sensorwerte werden entweder direkt vom CVC erfasst oder von der Instrumentierung mittels CAN an den CVC weitergegeben. So bekommt beispielsweise der CVC vom Lenkstockhebel die Information, die Fahrzeugbeleuchtung anzuschalten. Diese Information wird im CVC verarbeitet. Die Lichter werden angeschaltet und gleichzeitig auf eventuelle Fehler überwacht. Der Fehlerspeicher für die Diagnose des gesamten Fahrzeugs ist im CVC hinterlegt. Die Anhängerzentralelektronik TCE kann die komplette Anhängerbeleuchtungssteuerung übernehmen. Dadurch ist es möglich, dass Lampenausfälle in einem intelligenten Anzeigeinstrument im Motorwagen angezeigt werden können, so wie es im PKW schon lange üblich ist. Der Fahrer muss nun nicht mehr bei Fahrantritt aufwendig die Beleuchtung des Anhängefahrzeugs überprüfen. ECAS ist das bekannte elektronisch geregelte Luftfederungssystem von WABCO. Das Fahrzeug steht mit aktivierter ECAS-Anlage an der Rampe. Beim Beladen wird die Luft in den Luftfederbälgen komprimiert, wodurch das Fahrzeug an Höhe verliert. Der verringerte Abstand zwischen Chassis und Achse wird von den Wegsensoren aufgenommen und an die ECAS-Elektronik weitergegeben. Abhängig von der eingestellten Verzögerungszeit im Stillstand werden von der Elektronik Magnetventile aktiviert und Verbindungen vom Vorratsluftbehälter zu den Bälgen hergestellt. Das Fahrzeug wird so weit angehoben, bis die vor dem Beladen vorhandene Höhe, das heißt das gespeicherte Sollniveau, wieder erreicht ist. Aufgrund der großen Nennweiten der Magnetventile ist dies sehr schnell möglich. Die Anhängerzentralelektronik TCE kann die komplette Anhängerbeleuchtungssteuerung übernehmen. Dadurch ist es möglich, dass Lampenausfälle in einem intelligenten Anzeigeinstrument im Motorwagen angezeigt werden können, so wie es im PKW schon lange üblich ist. Der Fahrer muss nun nicht mehr bei Fahrantritt aufwendig die Beleuchtung des Anhängefahrzeugs überprüfen. Die hier abgebildete Bremsbelag-Verschleißanzeige bietet sowohl für das Zugfahrzeug als auch für Anhängefahrzeuge eine zuverlässige Kontrollmöglichkeit der Belagverschleißgrenze. Die ABS-EBS-Warnlampe des Zugfahrzeugs informiert den Fahrer, wenn ein Bremsbelag die Verschleißgrenze erreicht hat.
Mit der Anhängerzentralelektronik TCE von WABCO wird das Anfahren von Laderampen erheblich erleichtert. Mit Einlegen des Rückwärtsgangs wird die Rampenanfahrhilfe aktiviert. Dies wird über das Blinken der Spurhalteleuchten angezeigt. Die Blinkfrequenz erhöht sich, umso näher sich das Fahrzeug an die Laderampe bewegt. Bei einer voreingestellten Entfernung wird das Anhängefahrzeug über das WABCO Trailer EBS eingebremst. Dies wird dem Fahrer über das permanente Einschalten der Spurhalteleuchten signalisiert. Anschließend kann das Fahrzeug im Bedarfsfall direkt an die Rampe gefahren werden. Der hier gezeigte Doppelmembranzylinder betätigt die Bremse, indem das Betriebsbremsteil belüftet wird oder der Feststellbremsteil entlüftet wird. Bei der Trommelbremse wird die Bremskraft über einen externen Gestängesteller übertragen. ECAS ist das bekannte elektronisch geregelte Luftfederungssystem von WABCO. Neben den ECAS-Funktionen regelt ESAC stufenlos die Charakteristik der Stoßdämpfer. Bei Geradeausfahrt befinden sich diese in einer komfortbetonten Stellung. Dadurch werden Fahrer, Ladung und Fahrzeug optimal geschont. Mithilfe der Weg- und Drucksensoren werden ununterbrochen Niveaulage und Beladungszustand des Fahrzeugs erfasst. Eine beginnende Kurvenfahrt wird durch einen Lenkwinkelsensor oder über die unterschiedlichen Drehzahlen der Kurveninnen- und Kurvenaußen liegenden Räder von der ESAC-Elektronik erkannt. Verändert sich die Fahrsituation, kalkuliert die Elektronik innerhalb von Sekundenbruchteilen neue Dämpfereinstellungen und stellt diese entsprechend härter. Ergebnis: erheblicher Sicherheitsgewinn, da das Fahrzeug selbst bei der kritischen S-Kurvenfahrt kaum wankt und wesentlich stabiler bleibt als mit normalen Stoßdämpfern. Die Dämpferabstimmung in Fahrzeugen ohne ESAC ist ein Kompromiss zwischen Fahrkomfort und optimaler Fahrsicherheit. Bei Geradeausfahrt ist das problemlos, doch schon beim Einfahren in die Kurve wird das starke Wankverhalten des Fahrzeugs mit konventionellen Dämpfern mittlerer Härte deutlich. Besonders in S-Kurven verstärkt sich dieses Verhalten und zeigt schnell einen kritischen Fahrzustand, der vom Fahrer nur noch schwer unter Kontrolle zu halten ist. Das elektronische Stabilitätsprogramm ESC ist eine Erweiterung des elektronischen Bremssystems EBS. In Nutzfahrzeugen ist es aufgrund des hohen Schwerpunktes der Fahrzeuge von besonderer Bedeutung. Die Gierwinkelgeschwindigkeit und Querbeschleunigung des Fahrzeugs und der Lenkradwinkel werden kontinuierlich durch Gierraten, Querbeschleunigungs- und Lenkradwinkelsensoren gemessen und ausgewertet. Zusätzlich liefert die EBS-Elektronik Informationen über die gegenwärtigen Bremsdrücke und die Raddrehzahlen aller Räder. Anhand dieser Informationen wird durch das ESC-Modul der reale Fahrzeugzustand permanent errechnet und mit dem rechnerisch stabilen Zustand abgeglichen, um Grenzsituationen wie zum Beispiel Über- oder Untersteuern in Kurven oder andere kritische Fahrzeugzustände frühzeitig zu erkennen. Bei Bedarf wird automatisch durch das ESC-System eine entsprechende Regelung der Motormomente und der Antriebsachse ausgelöst. Gleichzeitig werden die Bremsdrücke am Auflieger und die der einzelnen Räder des Zugfahrzeugs entsprechend der Situation ausgesteuert, bis sich wieder ein unkritischer Fahrzeugzustand eingestellt hat. Das WABCO ESC bietet einen großen Sicherheitsgewinn, da es permanent einsatzbereit ist und unabhängig vom Beladungszustand arbeitet. Kritischen Fahrzeugzuständen wird effektiv entgegengewirkt. Hochmoderne Getriebeschaltsysteme übernehmen halb- oder vollautomatisch alle Schalt- und Kupplungsvorgänge. Die Gangwechsel erfolgen schnell, ruckfrei und mit minimaler Zugkraftunterbrechung. Spezielle Software-Algorithmen ermöglichen Gangwechsel- und Kupplungsregelungen im optimalen Drehzahlbereich. Das hier gezeigte System arbeitet elektropneumatisch und ist mit der Druckluftversorgung des Fahrzeugs verbunden. Ein permanenter Datenaustausch zwischen Getriebeelektronik und den Fahrzeugsystemen ist über CAN-Datenbus möglich.
Zur Durchführung eines Gangwechsels steuert die Getriebeelektronik entsprechende Magnetventile im Kupplungssteller an. Ein Betätigungskolben öffnet die Kupplung. Danach werden die Schaltaktuatoren im Getriebesteller über Magnetventile angesteuert, um den Gang zu wechseln. Durch ein erneutes Ansteuern des Kupplungsstellers wird die Kupplung geschlossen. Bei Bedarf kann der Fahrer jederzeit über ein Gebergerät Gangwechsel auf Wunsch vornehmen. Bei dem Reifendrucküberwachungssystem IVTM messen Radmodule permanent die Reifendrücke und senden sie per Funk an die Elektronik. Die IVTM-Elektronik ist mit der TCE verbunden, die die Reifendruckwerte via CAN-Datenbus an den Motorwagen weiterleitet. Bei signifikanten Abweichungen von den Solldrücken wird der Fahrer automatisch über ein Anzeigeinstrument informiert. Außerdem können die aktuellen Reifendrücke der einzelnen Räder per Knopfdruck angezeigt werden. Retarder tragen in Nutzfahrzeugen zur Entlastung der Betriebsbremsen bei. Insbesondere bei Teilbremsvorgängen und auf langen Gefällestrecken übernehmen sie einen großen Anteil der Bremswirkung und schützen die Radbremsen vor Überhitzung. Durch den Einsatz von Retardern wird die Lebensdauer der Bremsbeläge erhöht und dadurch Wartungskosten und Ausfallzeiten durch Werkstattaufenthalte reduziert. Eine Betätigung des Retarders erfolgt je nach Fahrzeugkonfiguration beispielsweise über das Bremspedal oder einen separaten Bedienhebel. Das Betätigungssignal wird an die im Fahrerhaus positionierte Retarderelektronik weitergeleitet. Die Retarderelektronik kommuniziert dabei permanent mit Brems- und Getriebesteuerung und leitet das verarbeitete Signal an das Proportionalventil weiter. Das Proportionalventil setzt das elektrische Signal in einen pneumatischen Stelldruck um und steuert so die Bremsleistung des Retarders. Mit ihrer kompakten Bauweise setzt die PAN-Bauserie von WABCO Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit. Durch die bewährte Einstempeltechnologie in Verbindung mit der patentierten Druckplattenführung in Bremsenträger ergibt sich ein Maximum an Belagausnutzung. Die Scheibenbremsen sind einsetzbar im Nutzfahrzeugbereich für alle Radgrößen ab 17,5 Zoll Felgen. Mit Gesamtgewichten von 24 bis 36 Kilogramm sind die PAN-Bremsen die leichtesten Fahrzeugbremsen auf dem Markt. Bei der Scheibenbremse wird die Bremskraft durch einen Zylinder erzeugt, der in den meisten Fällen direkt auf die Konsole des Bremssattels montiert ist. Ein externer Gestängesteller, wie bei einer Trommelbremse, ist selten notwendig. Die Kraftübergabe erfolgt meist durch Hebel innerhalb der Scheibenbremse.